Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Schau mal rein, unsere Fahrzeugvorstellung haben wir ja schon jetzt in letzter Zeit öfters gemacht. Und für was ist die ganze Sache? Nicht nur, dass ihr einfach mal schauen sollt, euch ein Fahrzeug zu kaufen. Nein, vielleicht ist das auch ein gutes Ding, mal so ein Fahrzeug zu mieten. Und deshalb schauen wir uns die Dinge einfach mal an. Genau. Ist es was für euch? Und wann geht's aber los? Nach dem Intro. Wir stehen hier vor dem Clever Van Duo 540. Wir haben 540er, also 5,40 Meter Kastenwagen. Und der kommt jetzt hier daher mit 48.000 Euro. Das heißt, sehr, sehr bezahlbar, so wie er hier steht. Man gibt im Prinzip ihn auch als Basis. Und in der Basis gibt es ihm dann ab 46.900 Euro. Ja, wir haben mal ein ganz anderes Raumkonzept. Vorne ist im Prinzip das Fahrerhaus, hier lassen sich die Sitze nicht drehen. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, oberhalb Ablage Möglichkeiten zu generieren. Die haben wir ziemlich weit rein für Jacken und so weiter. Das Bad hier gleich am Anfang ist mal auch komplett anders. Wir haben hier diese Lamellentür. So können wir das ganze Feuchtigkeit draußen lassen und natürlich auch abschließend dann dementsprechend auch beim Toilettengang benutzen. So, dann gibt es ein tiefes Fach, das ist wirklich tief, da passt auch also einiges bei rein. Was man natürlich hier sieht, Softclose war natürlich nicht dabei, damit habe ich gerade nicht gerechnet, deswegen hat es einmal geknallt. Am Anfang haben wir hier vorne den Kühlschrank, beidseitig öffnebar, das ist der 70 Liter von Dometic und dann gibt es hier ein kleines Brett, um die Arbeitsfläche zu erweitern. Finde ich gut gelöst. Macht auch einen guten Eindruck. Ja klar, ein bisschen biegen tut sich das immer. Das ist ja nun mal auch Leichtbau. Aber es macht trotzdem einen sehr stabilen, wertigen Eindruck. Die Fläche für Kochen und natürlich fürs Abwaschen. Auch hier können wir das Ganze gut wieder reinigen und es wird direkt abgeleitet. Hier haben wir natürlich den Kühlschrank hinter. Das heißt, da gibt es auch keine Möglichkeiten, um dementsprechend dort Stauflächen zu schaffen. Da kommt die Gasflasche rein. Wir haben hier eine Dieselheizung und zwar die Truma 4, nee, C4 Dieselheizung, die hier verbaut ist. Deswegen ist da auch die Gasflasche im Prinzip eine kleine möglich, eine große und tiefe Schublade. Dann kommen wir weiterhin nach hinten. Rechte Seite sehen wir einen schönen Kleiderschrank. Hier können wir einiges unterbringen. Eine Stange zum Halten ist jetzt hier nicht dabei, allerdings könnte man die auch sehr einfach nachrüsten. Das ist also auch machbar. Hier drunter verbirgt sich dann noch ein bisschen Technik. Da ist nämlich die Heizung drunter verbaut. So, dann haben wir die Dinette, die ist in der Mitte des Fahrzeuges, also auch mal komplett anders. Ein sehr schöner Tisch gemacht, den man natürlich nach rechts und nach links auch noch weiter verschieben kann. Und ansonsten kann man sich rechte Seite, linke Seite hinsetzen. Nach oben gezeigt haben wir die Ablagemöglichkeiten dort oben rechts. Und zur linken Seite geht es einmal komplett durchs ganze Fahrzeug mit Schränken, mit Ablagemöglichkeiten, die wir dann hier in diesem Fahrzeug haben. Und dann dementsprechend haben wir hier die Verlängerung. Also wir können dieses Bett nach vorne ziehen. Jetzt ist das natürlich mit einer Hand immer ein bisschen schwierig. Man zieht es nach vorne, dann hat man ein komplettes Bett. Die Bettenlänge, die müssen wir jetzt hier einblenden, denn das wird natürlich noch nach hinten geklappt. Das habe ich nicht im Kopf. Ja, an sich mal wirklich ein komplett anderer Schnitt. Da oben haben wir noch die Bedieneinheit für die Truma-Heizung. Und vorne im Bereich der Tür haben wir die andere Bedieneinheit von Clever, um halt das Fahrzeug auch zu schauen, wie viel Wasser und so weiter wir drauf haben und wie viel Batterie. Ja, schauen wir uns das Fahrzeug nochmal von hinten an und von außen. Auch hinten im Heck des Fahrzeuges, also wir haben hier gut Lademöglichkeiten, um auch nochmal ein Fahrzeug bzw. ein Fahrrad unterzubringen. Das heißt, das passt hier super rein. Und nach oben ist dann sozusagen sofort das Bett. Ist ja klar, logischerweise. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal an die Seite des Fahrzeuges. Dort haben wir die Serviceklappen für die Toilette, linke Seite, also das heißt Fahrerseite.
und auch der Auslass der Dieselheizung, das ist auch hier. Ja, zwei Fenster, eine links, also eins links zur Seite des Fahrzeuges. Und wenn man auf die rechte Seite des Fahrzeuges guckt, haben wir noch eins auf der rechten Seite. Und natürlich auf der Schiebetür auch noch. Ja, kleines Fazit zu diesem Fahrzeug. Wir haben natürlich hier nur die 120 PS Maschine. Das ist, denke ich, klar bei dem Preis. Aber wie gesagt, es ist tatsächlich mal ein Fahrzeug unter 50.000 Euro. Wie gesagt, auf vielen Messen wird das immer so suggeriert, dass es diese Fahrzeuge gibt, aber nicht immer spricht es an, weil wenn du dann rumguckst zwischen Grundpreis und Fahrzeugpreis, gibt es dann große Unterschiede. Hier tatsächlich nicht. Wir bleiben hier unter 50.000 Euro, genau. Aber in den Berge kannst du damit eigentlich nicht wirklich fahren. Ja gut, okay, du brauchst halt natürlich mit der 120 PS Maschine natürlich ein bisschen länger auf den Berg rauf, das ist klar. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen mühseliger, aber es wird natürlich trotzdem funktionieren. Hier, so wie er da steht, habe ich ja gesagt, ist er ein bisschen teurer, das ist ja immer so. Ein Messefahrzeug wird immer ein bisschen besser ausgestattet, aber das liegt nicht viel höher, nämlich nur knappe 2.000 drüber, also 48.800. Geht also auch. Genau. Jetzt heißt es für euch, sucht euch einen clever Händler und schaut einfach mal das Fahrzeug euch bei eurem Händler an oder auf einen der vielen Messen, die es so gibt. Und vielleicht ist denn das für, was für euch, ist ein Einsteigerfahrzeug durch und durch und vielleicht ist es zukünftig euer Einsteigerfahrzeug. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.